Yo, was geht, Freunde? Ich wollte eigentlich gerade schlafen gehen. Es ist gerade 2 oder 3 Uhr nachts. Und es ist mir eingefallen, es geht gar nicht. Wieso? Weil ich dieses Video hier drehen muss. 3:28 a.m. So, Freunde, jetzt habe ich gerade mein Stativ aufgestellt. Also, es wird nicht mehr wackelig sein. Und Leute, was war cool, ja? Ich kann mich einfach hier in meinem Smartphone selber sehen. Guck mal, Freunde. Wir machen heute unser erster Experiment. Wir haben heute eine Wassermelone, 3 Colaflaschen und wir haben hier zuletzt, oh, da war noch was drin. Also Freunde, wir machen heute ein Experiment und ihr habt sicher schon Videos gesehen, wo Leute in einer Wassermelone Löcher machen und da Flaschen Wodka oder sonstiges da reinstechen. Ich bin kein so großer Fan von Alkohol, aber die Idee fand ich cool. Und ich möchte es mal heute ausprobieren mit euch, aber wie ihr seht, mit Cola. Also eine Wassermelone bekommt 3 Flaschen Cola und die andere Wassermelone bekommt 3 Flaschen Fanta. So, Freunde, wie ihr seht, diese Flaschen sind aus Plastik. Und das ist auf jeden Fall ganz falsch. Also mein Fehler habe ich voll vergessen. Also Freunde, ich gehe sofort die richtigen Flaschen holen und es geht gleich direkt weiter. Later. So Freunde, ich wollte gerade zu Dunkschle gehen und neue Flaschen kaufen. Dann ist mir aufgefallen. Die sind dort ziemlich teuer. Warum nicht einfach meine alten Flaschen waschen und einfach die jeweiligen Getränke umfüllen? Also wir werden jetzt einfach hier die Cola-Flaschen hier umfüllen. So. Checkt mal diese Skills, Leute. Alles läuft. Oh! Jemand von euch hat Auge gemacht. Wer war das? Wir haben es geschafft. Hier die Cola-Flaschen und hier die Fanta-Flaschen in Glasflaschen, ganz wichtig. Das war der Fehler vorhin. So, Freunde, wir haben hier die Löcher gemacht. Und jetzt können wir mal anfangen. So. Jetzt hat es. Jetzt hat es geklappt. Boom. Perfekt. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das morgen schmecken wird und vor allem, wie das aussehen wird. Ich gehe mal davon aus, dass es mal rot sein wird. Oder was denkst du? Rot, gelb oder gelb? Kommentieren bitte. Und am besten jetzt kommentieren, nicht erst zum Schluss kommentieren, weil dann weiß es auch jeder. Jetzt machen wir dasselbe mit den Cola-Flaschen. So, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Da. Also ich bin jetzt gespannt, wie das morgen früh aussehen wird. Also kommentiere, wird das jetzt wegen der Cola irgendwie rot-schwarz aussehen oder dunkelrot aussehen? Einfach jetzt die Farben kommentieren, denn ich bin auch selber gespannt, wie das aussehen wird. Habe ich noch nie gesehen und ich bin auch vor allem gespannt, wie das schmecken wird und hoffe, es wird daraus kein Gift oder so. So Freunde, ich gehe jetzt schlafen. Bis morgen. 6 hours later. Yo, was geht, Freunde? Willkommen zurück. Also Leute, ein ganzer Tag ist vergangen. 24 Stunden ist vergangen und hier, wie gesagt, wir haben hier drin Cola drin gehabt. Ihr seht ja, es ist schon ganz reingegangen. Also ist schon fast alles reingegangen. Und wir können das jetzt mal hier abmachen. So, die Flasche ist schon fast ganz leer eigentlich. So. Hier auch. Wie man sieht, Restcola ist noch ganz wenig drin. Perfekt. Also das heißt, die ganze Cola ist hier reingegangen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das erstmal aussieht und vor allem, wie das schmeckt. So. Erstmal hier hinstellen. Und hier, Freunde, haben wir noch Rest Orangensaft. Was meine ich da? Wir haben hier, und hier, Freunde, haben wir Rest Fanta-Saft. Und das war der Rest. Und hier, und jetzt, hier haben wir ein bisschen mehr drin, wie man sieht. So, ich bin auch gespannt, vor allem wie das aussieht,
und auch wie das schmecken wird. So. Nicht ablenken lassen, Freunde. Lass uns alles aufschneiden. Hier hatten wir Cola drin. So. Seid ihr bereit? 3, 2. Hä? 1. Seht ihr ganz nicht raus? Ich muss euch anfangen. Hier kommt schon mal Cola raus. Ich mache hier mal Licht an. Cola. Und hier umdrehen. So. Wie man hier sieht, boah, richtig braun hier. Hier ist auch richtig braun. Aber die Farbe sieht immer noch irgendwie ganz normal aus. Ist immer noch rot. Ich bin ein bisschen leicht enttäuscht, weil ich dachte, dass es ein bisschen anders aussehen würde. Aber ist immer noch rot. Ja, ich dachte auch, die Farbe würde sich komplett überall verstreuen. Aber ja, ist nicht passiert. So, aber auf jetzt kommen wir zum Test. Erstmal probieren, wie das so schmecken will. So, erstmal so umdrehen. Das ist auf jeden Fall nicht scharf. Das ist ein Messer, du. 2 hours later. Was sollen wir benutzen, ja? Ja, nimm einfach ein Messer, Mann. Ich brauche ein stabiles Messer. Ja, das war immer kein Messer. Nächstes Messer, Freunde. Boah, das gefällt mir. Das nenne ich ein Messer. Ja. So sieht es normal aus. Und so sieht unsere Cola-Melone aus. Geschmacksprobe. Cola und Melone zusammen gemischt. So, wir haben jetzt zu Gast auch Frankie. Cola-Melone, schon mal probiert? Irgendwo gesehen? Ja, sieht der richtig so braun aus, als wäre das vergiftet. Weil da Cola drin ist. Es ist voller Cola. Probier mal jetzt. Du musst auch gleich probieren. Ja, ja. Wie schmeckt's? Nice. Bruder, kannst du auch reden, Junge? Ist gut. Nicht, dass ich heute Durchfall habe, aber ist gut. Also schmeckt schon heftig, ich hab Bock. Merkst du einen Unterschied? Naja, es ist gemischt, Cola und Dings ist gemischt halt so. Neue Kreation von mir, Leute. Aber das ist nicht so klassische Kreation, ja, das will ich mir nicht reinziehen. Junge. Ist noch gespannt, wie das schmeckt. Probier. Inshallah. Alhamdulillah. Sag doch jetzt. Ja, jetzt musst du reden. Rede doch. Experiment. Leute. Dann look up on YouTube. Leute, ich bleib bei der normalen Wassermelone, ja? Normal Wassermelone schmeckt einfach, keine Ahnung, frischer. Und das schmeckt so, als hätte man irgendwas raus. Und das vergammelt. Ne? So. Als wäre das gekocht worden. Oh, nein, boah, das geht nicht rein. Das geht nicht rein, ja. Das ist einfach nicht frisch, das ist ein bisschen abgehärtet, ein bisschen gummimäßig. Nein, boah, das geht nicht rein. Jetzt kommt die Fanta-Melone. Dieses Messer gefällt mir, ja? Hey. Jesus. So. Ich hab die Küche so gut geputzt, jetzt macht er wieder Dreck. Ganz schnell. So. Aber ich glaube, Fanta schmeckt am besten. Fanta Melone. Ja, okay. So, 3. Ja. 2. Schmeckt wie Fanta,
und Melone. Also. Das hat mich geknallt. Schmeckt die fein? Wirklich? Frankie, komm mal her. Komm mal kurz. Schmeckt interessant. Von Skala von 1 bis 10, wie schmeckt das? Wie viel? Also ich würde sagen, das ist 7 von 10. Okay, und du? Boah, 8, ja. 8, 9 so. Boah, das ging, der ging rein, ehrlich. Ja, okay, Bruder, nimm mal schnell die Kamera. Ja. Schmeckt Mango. Oh, Junge. Lasst euch nicht ablenken, Freunde. Wir haben ja schon gesagt, lasst euch nicht ablenken. Ja, ne? Na gut. Ja, das schmeckt auf jeden Fall besser. Aber wer das kühlt, Feierabend. Ja. Oha! Kümmer! Bueno. So, Freunde, ihr habt's gesehen. Das war mein Experiment. Cola Melone und Fanta Melone. Wie ihr sehen könnt, schmeckt die Fanta-Melone viel besser als Cola-Melone. Muss man nicht machen, kann man aber machen, wenn man Bock hat. Kommentiert einfach mal, was ihr gerne probieren würdet. Die Cola-Melone oder die Fanta-Melone. Und Freunde, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da. Und Freunde, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da. Und Freunde, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da. Diese Kamera ist schwer! Diese Kamera ist schwer! Und Freunde, noch zum 10. Mal, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da und Peace!